Nach den erfolgreichen Auswärtsspielen sollte es endlich auch mit dem ersten Heimsieg der Saison gelingen. Nach den Niederlagen zu Hause gegen den SC Verl und dem Unentschieden gegen die U23 von Borussia Dortmund sollte es gegen Rot-Weiß Oberhausen endlich mit dem ersten Heimsieg klappen. Faratuku veränderte seine Elf auf einer Position, setzte in der Innenverteidigung auf Alex Tanidis für Norman Jakubowski. Schnell war klar, das wird hier ein zweikampfintensives Spiel zwischen beiden Mannschaften. Wir sind jetzt hier in der 13. Minute. Sehr viele kleine Zweikämpfe, immer wieder die Ballverluste auf beiden Seiten. Ja, ein schöner Ballgewinn der 09er. Da kann Kabulut und Nico Buckmeier mit der ersten Möglichkeit knapp am Tor der Oberhausener vorbei. Halbe Stunde mittlerweile gespielt, wenig Torraumszenen bis dahin, dann zum ersten Mal die Oberhausener auf der rechten Seite mit Budimbu, gefährlich, etwas durcheinander und dann kann Felix Klever dann doch klären. 34. Spielminute, Standardsituation, Manuel Glowacz und das 1:0 für die SG 09. Das Goldfüßchen hat wieder zugeschlagen. Mr. Standard, Manuel Glowacz mit der Führung in der 34. Minute. Nochmal in der Zeitlupe. Fantastischer Freistoß. Udo Ekpe ohne Chance im Tor der Gäste. Direkt vom Anpfiff weg, die 09er. Natürlich beflügelt durch den Führungstreffer. Wollten gleich einen draufsetzen und direkt das 2:0 erzielen. Keteruel hier im Zusammenspiel. Doppelpass mit Jonas Erwig. Trüppel. Keteruel alleine vor Duettbe. Wird abgeblockt und die Riesenmöglichkeit. Und dann verzieht er. Zu überhastet unser Mittelstürmer. Aber er sollte weitere Möglichkeiten bekommen. Erneut eine Minute später. Die 09er weiter im Vorwärtsgang. Ballgewinn. Jonas Erwig. Trüppel mit der Möglichkeit. Nehmt Angelo Langer mit, Berkan Kambulut und er verzieht. Die nächste Chance auf 2:0 zu stellen. Erneut eine Minute später, jetzt mal der RWO. Auf der rechten Seite Garcia gegen Angelo Langer. Flanke kommt, Engelmann wird da gestört von Batraoré und dann Steurer per Volleyschuss über das Tor von Edin Sanchakta. Wie gesagt, bis zum 1:0 passierte relativ wenig, nun aber beide Mannschaften absolut im Vorwärtsgang. Engelmann mit der Möglichkeit und klasse Tat von Alex Tanidis, der mit der Grätsche den 1:1 Ausgleich verhindern kann. Nochmal kurz vor der Pause. Manuel Glowacz, Alex Tanidis, klasse Parade. Und dann eine Verrückzieher-Möglichkeit, Alex Tanidis. Das schauen wir uns gerne nochmal in der Zeitlupe an. Leider zwar kein Treffer, aber wie Klaus Fischer einst, Alex Tanidis. Aber über das Tor und es blieb beim 1:0 zur Pause. Alles rechnete nun natürlich mit einem Sturmlauf der Gäste. Was folgte, war eine Gala der 09er. Jonas Erwig Trüppel auf Manuel Glowacz. Und Jonas Erwig Trüppel mit dem 2:0 in der 48. Minute. Klasse Auftakt in die zweite Hälfte. Und die 09er spielten sich danach förmlich in einen Rausch. Nochmal der Blick auf das 2:0. Jonas Erwig Trüppel, wie schon in Gladbach, per Kopf erfolgreich. Und es stand 2:0. Die Oberhausener versuchten natürlich nun zu antworten, allerdings ohne große Mittel. Dann ein viel zu kurzer Rückpass. Keteruel kann dazwischen gehen und markiert das 3:0 für die SG. 66. Minute, die endgültige Vorentscheidung. Und der erste Heimsieg der 09er der Saison war perfekt. Keteruel einen Schritt schneller, gut antizipiert und dann eiskalt geblieben. 3:0 nach 66 Minuten. So zwei Minuten später. Weiter die 09er, Manuel Glowacz. Langer Ball auf Keteruel, klasse Ballmitnahme. Sieht das Uedekbe vor dem Tor stehen und was für ein Lupfer zum 4:0. Und so jubelt Daniel Keteruel diesen Doppelpack. 4:0 nach 68 Minuten
für die 09er. Nochmal in der Zeitlupe der tolle Heber von Keitaruel. Und es stand 4:0. Die 09er natürlich jetzt absolut beflügelt. Berkan Kabulut hier mit dem Schuss abgeklatscht. Und Fabio Manuel Diaz macht das 5:0. Eingewechselt macht Fabio Manuel Diaz das 5:0 für die 09er. Bittere Rückkehr natürlich für Gästetrainer Mike Terranova und auch Güni Kaya, der spät in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. Und so sind wir hier bei den letzten Sekunden und es blieb beim hochverdienten 5:0 Heimsieg der 09er. Der erste Heimsieg der Saison 2016 war perfekt.